Moin Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen aus meiner Küche. Ja, kein Sonnenlicht, kein Angeln. Wir wollen heute mal ein bisschen kochen. Na, was heißt kochen? Ist ja doch eher ein Backen, würde ich sagen. Und zwar gibt es heute bei mir Low Carb Pizza. Und zwar der Boden besteht aus Eiern, Frischkäse und ja, geriebenen Emmentaler. Gucken wir mal. Und zwar brauchen wir dafür Tomatensauce, Basilikum, kann man geschmacksmäßig sich selber zurechtdödeln, wie man das braucht. Geriebenen Emmentaler für den Boden, nachher zum Bestreuen der Pizza, Mozzarella, Hindi-Salami habe ich jetzt mal genommen, was immer das auch sein mag. Ach so, Putensalami mit Rindfleisch geräuchert, ja okay. Warm Angebot habe ich genommen, Zwiebeln natürlich. Frischkäse für den Boden, Eier für den Boden. Gut, der Boden wird nicht so knusprig wie bei einer normalen Pizza, aber dafür hat er auch nur 9 Gramm Kohlenhydrate. Also jetzt die ganze Pizza, also. Ich nehme noch ein Glas Champignons dazu. Ihr könnt euch das ja nachher variieren, wie ihr wollt. Also man kann da ja Pizza belegen, da gibt es ja keine Grenzen. Da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja, dann fangen wir mal jetzt an mit der Zubereitung des Bodens. Ne? Ach so, ein Backblech. Schön ausgelegt mit Backpapier, ne? Damit das alles nicht durchsifft, weil der Teig vom Boden, der wird sehr dünn zuerst werden. Ne? Ja, dann fangen wir mal an und bereiten mal zuerst den Boden zu. Ja, bis gleich denn mal. Ne? So, meine Lieben, wir fangen an. Als erstes schlagen wir mal die 4 Eier hier ein. Natürlich Bio-Eier, ne? So soll das sein. Stand zumindest drauf. Man das immer alles loben kann, ist die andere Sache. Dreimal. Ganze sollte man nachher mit dem Schneebesen eigentlich verquirlen, aber da ich keinen habe, dann nutze ich heute mal einen Löffel. So, erstmal die Hände abdünsten. So, zu dem Ganzen tun wir jetzt den Frischkäse, also ca. 150 Gramm. Also 4 Eier, 150 Gramm Frischkäse dazu. So, der muss da rein. Genau. Und dann tun wir das alles ein bisschen verrühren. Verrühren. Das wird jetzt erstmal der Boden von unserer leckeren Low Carb Pizza, ne? So, beiseite brauchen wir nicht mehr. Ja, muss ich jetzt ohne Schneebesen, so was besitze ich nicht, ne? Wird ein Spaß. Müssen wir irgendwie alles jetzt schön verrühren. Ja, die Zwiebeln habe ich auch schon abgepellt, wie ihr seht. Die braucht man natürlich nachher für den Belag, ne? Lösen wir das hier alles so ein bisschen auf. Wie gesagt, Schneebesen macht sich super dafür. Aber es geht auch so. So, nachdem ich das jetzt hier alles schön glatt gerührt habe, den Frischkäse mit den Eiern, kommt der Streukäse dazu. Und zwar nehme ich dazu, wie gesagt, die geriebenen Emmentaler. Und zwar brauchen wir davon 200 Gramm. Das heißt, eine Tüte. Meistens immer drin. 400 Gramm. Hauen wir da mit drin, mischen wir mit unter. Ah, das sieht doch schon gut aus. Wie gesagt, das wird unseren Boden nicht erschrecken. Das wird nachher alles ein bisschen dünn auf dem Backblech sein. Deswegen auch das Backpapier, damit uns das nicht irgendwo hinläuft, wo es nicht soll, ne? Ah, das sieht doch schon gut aus. Ja. Wunderbar. Das ist unsere Pizzabodenmasse, ne? Sieht gut aus. So.
Gehen wir schon mal den Backofen vorheizen. 180 Grad. 180 Grad. Ober- und Unterhitze. Ja, ich habe einen Umluftofen. Sehr praktisch. Wird von allen Seiten schön braun. So, heizen wir vor. So, jetzt kommt das Beste. Jetzt müssen wir das Ganze, den ganzen Schmutz aufs Blech verteilen. In der Zeit, wo das nachher im Ofen ist, können wir dann schon mal die Zwiebeln schneiden, die Champignons abtropfen. Ihr könnt natürlich auch frische Champignons nehmen. Ne? Schmeckt ja besser. Habt nur leider keine zur Hand. So. Und deswegen nehmen wir welche aus dem Glas. So, jetzt geht das los. Jetzt werden wir den ganzen Scheiß hier verteilen auf dem Backblech. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, sieht scheiße aus, aber wartet mal ab. Das ist eine sauleckere Pizza und fast kohlenhydratefrei. Fast. 9 Gramm nur. So, jetzt verteilen wir das Ganze hier so ein bisschen. Ja, sieht scheiße aus, habe ich ja gesagt. Kriegen wir hin. Verteilen wir jetzt alles hier schön auf dem Blech. Na, wird nicht das ganze Blech ausgenutzt. Vielleicht habt ihr ja andere Bleche. Habe ich das hier hinten so, dass es nicht dahinter läuft, genau. Muss auch nicht quadratisch sein, die kann ruhig eine wilde Form haben. Das macht gar nichts. Machen wir hier, verteilen wir das alles schön. Sehr schön, hat sie hier ein paar Ecken und Kanten drin, egal. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt läuft das natürlich hier runter. Macht auch nichts, wird nachher auch fest. Belegen wir mit, kein Problem. So, das sieht gut aus. Hier müssen wir das noch ein bisschen hochziehen, dass mir das hier wirklich noch unters Blech läuft. So, genau. Sehr, sehr schön. Und ich werde euch sagen, ihr werdet euch alle 10 Finger danach lecken. Ja, lasst das da runterlaufen. Macht nichts. Lassen wir so, wie es ist. So, das wird unser Boden. Okay. Ofen müsste jetzt auch soweit gut sein. Hauen wir das rein. Wie gesagt, 30 Minuten. Circa 25 bis 30 Minuten. Jetzt ist die Frage, ja, kriegen wir das hier noch? Ah, dürfte nicht passieren. Das wird gleich fest im Ofen. So. Wie gesagt, 25 bis 30 Minuten. Hier hinein. Bis der nachher schön goldbraun ist, dann kommt er raus, dann kommt die Tomatensoße drüber und der ganze Belag drauf und dann geht es nochmal für 10 Minuten, naja, Viertelstunde in den Ofen. Okay. Ja, und in der Zeit, wo der Teig im Ofen ist, schneiden wir schon mal die Zwiebeln. Und zwar in Ringe. Ich muss Zwiebeln auf der Pizza haben. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr müsst hier eine Zwiebel nehmen, wenn ihr nicht wollt. Wie gesagt, das ist ja auch Geschmackssache. Meine Fresse. Verdödeln die sich hier auch noch. Zwiebelringe sind klasse auf Pizza. So, und davon reichlich. Auch wenn die Bettdecke nachher wegfliegt, scheißegal. Zwiebeln sind Pflicht. Hätte man mal ein größeres Messer nehmen sollen. Egal. Passt. Schneiden wir uns mal schön rein. Bin ja auch kein Profikoch, muss ich sagen. Ne? Macht das ja nur hobbymäßig mal. Probiere gerne mal neue Sachen aus. Und da muss ich nicht professionell sein. Das erwartet auch keiner von mir. Ich von mir am wenigsten. Und deswegen ist das Lachs.
So, Champignons habe ich auch schon abgetropft. Wie gesagt, ihr könnt Frische nehmen, ihr könnt auch Thunfisch und allen Scheiß noch mit drauf knallen. Das alles euch überlassen nachher. Ne? Ist ja wie eine normale Pizza. Aber wie gesagt, ihr dürft keinen knusprigen Boden erwarten, aber der ist trotzdem sehr lecker. So. Oh, das passt schon. So. Das kommt dann nachher schön mit drauf. Sehr schön. Ja, mit dem Teig passiert auch was. Da drinne bläht er sich auf. Sieht gut aus. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Okay. So, jetzt hätte ich es doch fast verpasst. Der ist braun. Ja, hier am Rand ein bisschen dunkelbraun, aber ist okay doch. Ja, wenn wir mal die Luftbläschen ein bisschen rausstechen hier. Ja, der ist gut. Tipptopp. Ja. Schöner Low-Carb-Pizzaboden. Herrlich. So, dann werden wir uns mal ins Belegen machen. Ofen lassen wir an, weil der muss ja gleich noch mal rein. Und dann gebe ich nur noch Oberhitze. So, dann verteilen wir mal das Tomatensüßchen hier drüber. Vielleicht man das Loch mal ein bisschen größer machen sollen. Das ist doch etwas knapp. Ja, lass mal das Loch größer machen, das ist doch scheiße hier. Viel zu klein. So, da haben wir es doch. Also ich persönlich, ja, da ist alles schon drin, ne? Basilikum und Salz, aber ich werde mir das gleich noch ein bisschen würzen. So, jetzt verteilen wir das hier alles so schön auf unseren Low-Carb-Boden, ne? Oh, noch ein bisschen, geht noch. Ja, muss man nach Gefühl machen ein bisschen. Ich will da nicht die ganze Dings draufhauen. Die ganze Pappe. Das sollte so schon bald langen. Ich will auch nicht zu viel Tomatensoße da drauf haben. Ne. Aber das lassen wir aus hier. Das schmeiße ich nachher weg oder was will ich hier am Rand hier, das, ne, was hier runtergelaufen ist, ne? So, verteilen wir das hier schön so alles. Und dann fangen wir an. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube mit der Salami. Naja, ein Schuss geht noch. So. Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Wobei das ja schon gewürzt ist, die Tomatensoße. Aber ich brauche das ein bisschen deftiger. So, das sieht doch schon gut aus. Sehr, sehr schön. Hier mal den Löffel ablecken. Ja, sehr gut. So, das ist das. Gut, Salz und Pfeffer noch mal ein bisschen für mich. Ja, ich brauche ein bisschen. Wird sehr, wie gesagt, ne? So, ein bisschen Salz. Wo haben wir denn den Pfeffer? Ah, ja, da. Den guten, ne? Von Ostmann, ne? Schwarzen, ne? Machen wir das hier noch so ein bisschen schick. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt euch da Thunfisch drauf machen. Ach, allen Kram. Wie man halt so eine Pizza belegt, das ist halt die Geschmackssache, ne? So. Das dazu. Sehr schön. So, jetzt machen wir Salami, ne? Salami. Salami. Salami, Salami. Mal ein bisschen ordentlich was draufknallen. Hier soll ein bisschen nach was schmecken auch, ne? Ja, die gibt auch noch ein bisschen Salz ab, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, dann ruhig ordentlich was drauf hier. Ein bisschen nach was schmecken soll sie ja auch, ne? Wenn wir das dann alles schön belegt haben mit Salami, dann, Moment, nee, wir machen erst die Champis. Erst die Champis,
Genau. Und dann zum Schluss die Zwiebeln, also nicht ganz zum Schluss kommt noch mehr Käse oben drauf. Da habe ich Mozzarella gerieben. Wie gesagt, ihr könnt auch frische Champignons nehmen. Da habe ich jetzt bestimmt schon 10 Mal gesagt. Egal. So, verteilen wir das hier alles so ein bisschen. Ah, wird ein bisschen knapp, ne? Mit eben Gläschen. Oh, es geht. Champignons sollen ja auch nicht dominieren hier. So. Sehr, sehr, sehr geil. Ich sag's euch, ihr leckt euch alle 10 Finger danach. Und man kann die abends essen ohne schlechtes Gewissen. Wie gesagt, low carb. Und ihr müsst nicht denken, weil es sehr fettig ist mit dem ganzen Käse und dem ganzen Kram. Fett ist nicht schlimm. Das Schlimme sind die Kohlenhydrate. Die machen fett. Und vor allen Dingen abends. So. Ich finde das gut. Ich glaube, das reicht. Ja. Ich will es auch nicht übertreiben. So. Sehr schön. Champis sind drauf. So, jetzt Zwiebelchen. Zwiebelchen. Verteilen wir die mal hier so. Schön. Oben drüber in Ringen und Streifen. Das sind übrigens auch Bio-Zwiebeln. Yep. Kann sich die Bettdecke heute Nacht anheben. Egal, ich bin die Alene. Wen juckt das schon? Wenn die Bettdecke wegflattert. Scheiß drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, ja, kriegen wir. Und man kann auch wirklich sehen, dass das Bio-Zwiebeln sind. Die sind sehr klein. Wenn ich schon diese ganz großen, hochgezüchteten sehe, kriege ich auch Plack. Fällt mir glatt ein Ei aus der Hose. Da hebe ich doch lieber für ein Netz. 500 Gramm oder was da drin waren, 2 Euro aus, anstatt für ein Kilo 50 Cent. Obwohl man sich ja da auch nicht mehr so sicher sein kann, aber naja, ihr wisst ja, der Glaube versetzt Berge, ne? So, wenn wir dann soweit sind mit unseren Zwiebeln, dann kommt das Beste: Mozzarella, geriebener. Wir kauen die ganze Tüte durch. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich brauche Käse auf der Pizza. Genauso dringend die Zwiebeln. Hoho, guckt euch das an. So lasse ich das natürlich nicht. Dann werde ich jetzt alles hier noch so ein bisschen verdödeln, verteilen. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Hier so ein bisschen was drüber. Da, da, da. Ja, die rechte Ecke da. Die hat sich so ein bisschen verloren. Die kommt dann weg. So, verteilen wir das hier so ein bisschen alles. Und dann ist das auch schon wunderbar. Ha. Herrlich. Das macht mich glücklich. So eine Pizza macht mich glücklich. Ja. Ihr werdet euch wundern. Macht die nach. Macht die unbedingt nach. Die ist geil. Die schmeckt. Ja, wie gesagt, aber den Boden könnt ihr natürlich nicht knusprig erwarten. Aber das habe ich ja schon 100 Mal gesagt. Macht nichts. So, haben wir das jetzt hier alles schön? In jeder Ecke Käse. Da noch ein bisschen was hin. Da noch ein bisschen was drüber. So. Ja, das passt schon. So. Das war's schon. Jetzt geben wir das Ganze nochmal bei nur Oberhitze für circa 10 bis 15 Minuten. Naja, je nach Wunsch, wie braun das sein soll, in den Ofen. Auf 180 Grad, naja. Ich schraube dann meistens immer noch ein bisschen hoch, ne, damit es schneller braun wird. Aber wir lassen das mal bei 180. So tun wir das jetzt hier drin. Na, Oberhitze einstellen nur, wie gesagt. So, und dann rein. Und dann ist das die geilste Pizza ever. Ich sag's euch. Sehr schön.
Na dann mal bis gleich. So, meine Lieben, es ist soweit, es ist soweit. Die Pizza ist bereit zum Verzehr. Boah, sieht die geil aus. Oh, raus damit jetzt, ne? Komm, oh, ist das heiß. Oh, guckt euch die an. Sieht die nicht lecker aus? Schön braun geworden. Oh, so, immer mit dem Fuß den Ofen schließen. Aus kann er auch jetzt. Ja, so sieht die denn aus. So sollte sie aussehen. Oh, herrlich. Also ich werde mir die jetzt schmecken lassen. Oh, läuft mit Wasser im Mund zusammen. Das rechte kümmern wir uns achten da. Schneiden wir weg, schmeißen wir weg. Aber so sieht eine Low-Carb-Pizza aus. Und ich würde sagen, macht sie nach, liked und abonniert mich, probiert's aus. Die schmeckt sau lecker. Ich werde sie mir jetzt auch schmecken lassen. Und dann auf jeden Fall sehen wir uns zum nächsten Video. Angeln, sondeln, ja, oder auch kochen, ne? Euer Andi, haut rein, bye bye.